Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zum Thema Technik-Launcher. Wie stelle ich den Technik-Launcher richtig ein und was muss ich alles beachten? So, wenn ihr euch den Technik-Launcher runtergeladen habt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung, dann startet ihr ihn. Jawohl, möchten wir natürlich ausführen. Warten kurz, je nach Rechnerleistung. So, das Wichtigste, Konsole ist eigentlich aus, theoretischerweise kann ich gleich anmachen. Geht ihr oben auf Launcher-Optionen. So, dann geht ihr auf Java-Einstellungen. Dann müsst ihr dort einstellen, neueste Version 64-Bit und dann Arbeitsspeicher. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das viele vergessen. Je nachdem, wie viel Arbeitsspeicher ihr drin habt, solltet ihr immer die Hälfte geben. Also ich habe 16 GB drin, gebe 8 GB. Wenn ihr nur 4 GB habt, dann gebt ihr halt 2 GB, weil das System braucht immer noch Arbeitsspeicher zum Arbeiten. So, und dann stelle ich das mal wieder auf 8 GB. Dann gehen wir wieder auf Allgemein. Zum Beispiel ganz wichtiges Ding, zeige Konsole. Ja, ich mache das immer rein, weil dann sehe ich, ob der Technik-Launcher noch arbeitet. Wenn sich hier was bewegt, weiß ich, er arbeitet noch, weil viele dann immer gleich wirr klicken, klicken, klicken und dann stürzt es ab. Bringt nichts. Einfach warten. Man muss Geduld haben, weil je mehr Mods sind, umso mehr muss geladen werden, umso länger dauert das. So, wie gesagt, Java-Einstellung, neueste Version einstellen, alles auf 8 GB, also mindestens die Hälfte von eurem angegebenen Arbeitsspeicher einstellen. Ja, und das war's eigentlich schon. Dann bei Modspacks geht ihr einfach, sucht ihr euch aus, was ihr haben wollt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel CyanHost, drückt dann auf Spielen oder Installieren, je nachdem, ob ihr es schon installiert habt. Ich drücke auf Spielen, oh, kommt erstmal eine rote Meldung hier an der Seite. Aber das ist egal. Er fängt an, unten zu laden. Ich mache das jetzt extra für diejenigen Leute, die auch noch mit auf dem Server spielen und die dann gucken, warum funktioniert das nicht. So, jetzt seht ihr oben links, der Technik-Launcher arbeitet und arbeitet und arbeitet. Ja, startet sich Minecraft. Und nichts drücken. Einfach abwarten. Es wird etwas länger dauern, weil es sind 222 Mods bei mir. Und jetzt auch nicht irgendwo wahllos rumklicken. Es bringt wirklich nichts. Ihr seht alle in der Konsole, es arbeitet. Ein bisschen Geduld muss man haben, damit man zum Erfolg kommt. So, und wir warten, wir warten. Ich warte jetzt mit euch hier einfach mal. Das ist zwar etwas langwierig, aber damit ihr nicht seht, dass ich hier irgendwas vorspule oder irgendwas mache. Er zeigt euch dann oben auch automatisch die Fehlermeldung an und so weiter. Und wie gesagt, selbst wenn ihr irgendwie jetzt in Minecraft gejoint seid, dann auch etwas warten, weil er muss erstmal laden, er muss euch erstmal registrieren. So, oben links seht ihr alle Dragon API. Wie gesagt, es dauert. Und je mehr Mods geladen werden, umso länger dauert es. Bringt Geduld mit, Leute. Je weniger Arbeitsspeicher ihr habt, umso länger dauert es. Einfach warten. Ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ich noch Musik im Hintergrund lege, aber ich denke mal schon. Für die kleine Zeit hier des Wartens. Und wir warten immer noch. Eine schöne Sache. Ja, aber wie gesagt, das ist einfach nur für die Leute, die keine Geduld haben, die denken, es muss gleich alles funktionieren, die nicht den besten Rechner haben. Ich habe auch nicht den besten Rechner, es gibt bessere, aber es reicht aus. Und besonders auch die Leute, die keine SSD haben, wo das Verarbeiten noch länger dauert, also die noch eine Standardfestplatte haben. Aber nochmal wichtig, Arbeitsspeicher, die Hälfte mindestens von dem, was ihr habt, an Arbeitsspeicher. Rausfinden könnt ihr es auch unter der Systemsteuerung oder unter dem System generell, wenn ihr auf Computer geht. Da seht ihr dann, wie viel Arbeitsspeicher ihr habt. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Und er rattert immer noch fleißig. Aber wie gesagt, macht die Konsole rein, dann seht ihr, ob noch was arbeitet. Und nicht wahllos irgendwo klicken, weil dann stürzt ihr aber ab. Und das war's. Und ihr heult rum, weil nichts funktioniert. So, jetzt bei mir fertig, ging etwas schneller. Aber im Hintergrund seht ihr immer noch, es bewegt sich nichts auf dem Minecraft-Fenster.
Erst wenn sich da die Hintergrundwelt bewegt, geht's weiter. So, oben links die Konsole seht ihr auch. Arbeitet immer noch. Er schmeißt irgendwelche Fehler, wenn er Textur mehr braucht. Ist mir völlig egal, es funktioniert alles. Immer noch warten. So, jetzt hat's Klick gemacht. Falls ihr es gehört habt. Jetzt könnt ihr auch auf Multiplayer gehen oder Singleplayer. So, da seht ihr auch oben. Er versucht irgendwas. Joint Server. Und er arbeitet immer weiter. Und warten. Einfach warten. Er lädt jetzt nochmal alles durch. Und nicht wahllos klicken. Finger weg. Warten. Ich werde das Video Warten nennen. Warten, warten, warten. Schmeißt Fehler raus, ist völlig egal. So. Kurz warten. Weil ihr könnt eh noch nichts machen. Er arbeitet oben immer noch. So, und das war's. Wir sind drin im Spiel. Escape drücken. Vollbild reinmachen. Back to Game. Und ihr könnt losspielen. Das war's, liebe Freunde. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen da oder auch nicht. Wäre aber nett. Ja. So viel dazu, viel Spaß und schönen Tag noch, euer Fleischi. Tschüss.